Ja, hallo liebe Zigana-Aficionados, heute ein weiteres Zigarren-Review von mir. Und zwar haben wir hier die Oscar Valladares The Leaf mit der Maduro-Variante. Ja, nicht mal 10 Jahre alt, in Honduras gegründet. Und ganz kleine Tabacalera, die auch so heißt in Honduras. Und hier haben wir halt ein Maduro-Deckblatt aus Nicaragua, Umblatt-Einlage aus Honduras. Kostet 11,90 Euro, hat eine Länge von 15,24 cm und ein 52er Ringmaß. Hier haben wir halt das schön Besondere. The Leaf, ja, ist halt noch die Zigarre mit einem Deckblatt bzw. mit einem Tabakblatt halt umwickelt. Und ja, sind sehr beliebt. Wird eigentlich nur in einer kleinen Stückzahl gemacht, also da lassen die sich nicht unter Druck setzen. Und deswegen sind sie bekannt für ihre Qualität. Bin ich mal gespannt, das ist jetzt auch meine erste. Mit einer Hand ist es nicht so ideal, habe heute nicht mein Ding dabei, aber das kriegen wir schon hin irgendwie. Ja, halt mal eine andere Idee, anstatt dieses Zellophan. Das hier zerbröselt, voll schön, voll schön. Hohoho, muss ein bisschen vorsichtig jetzt sein. Schaut euch mal das Deckblatt hier an. Wunderschön ölig, schön rustikal. Ich glaube, ich habe noch nie eine Zigarre gehabt, die so aussieht. Ja, das sieht authentisch aus wie diese ganzen dunklen Maduros von Macanudo. Wow, riecht wirklich so nach typischem Humidor, Zedernholz. Macht schon richtig Spaß. Ich werde sie gleich ankatten und ich melde mich dann gleich. Ja, also vom Kaltzug her so ein bisschen Würze, bisschen Zedernholz, Leder vielleicht. Aber das war's eigentlich schon. Ja, machen wir sie mal an. Ja, hier haben wir halt auf jeden Fall die 10 Euro Marke überschritten, aber von der Aufmachung her ist es ja dann auch mal ein bisschen was Besonderes, Cooles. Eigentlich sehr guten Gegenzug hast du. Rauchvolumen ist im Mittelfeld. Erinnert mich von diesen Röstaromen her an brasilianische Zigarren. Also das wirklich schöne, florale Röstaromen, verbrannte Erde, sage ich immer, das Samba auf der Zunge, so ein bisschen erinnert mich das wirklich daran, macht einen sympathischen Eindruck. Ist eher auf einer ledrigeren Seite. Also Kaffee, Zedernholz, Erde, hat was schön Kerniges, die Aromen sind schön dunkel, dunkle Aromen haben wir hier. Also das Deckblatt ist echt wunderschön, echt rustikal, schön dunkel und glänzt so ein bisschen recht fein, nicht so fein wie versprochen. Also hier haben wir jetzt eine Ader und hier, aber irgendwie lässt sich das natürlich nicht vermeiden, ist jetzt auch nicht schlimm. Ja, macht einen coolen Eindruck, ich brauche mal weiter, bis gleich. Das ist eine schöne, flockige Asche, schön helle, weiße Asche. Geschmacklich so ein bisschen Schärfe kommt durch die Nicaragua-Geschichte. Jetzt eigentlich schon ein bisschen floral, ein bisschen grasiger unterwegs. Das Teil eben durch Honduras, Umblatt und Einlage. Trotzdem hast du was leicht schokoladig, süßig, süßiges, nussiges. Und eben eher ledrig. Aber jetzt nicht zu ledrig oder trocken, also wirklich eigentlich genau richtig. Na, schöner Abbrand, wie ihr seht. Ja.
Ja, macht was. Also diese hier soll etwas milder sein. Es gibt ja noch ein paar andere Linien. Aber die Aromen sind schon recht satt. Und ja, bin echt gespannt, ob sie sich noch weiterentwickelt oder ob sie geradlinig bleibt. Aber wenn sie auch geradlinig bleiben würde, hätte ich kein Problem damit, weil die einfach sympathisch. So wie gesagt, so die brasilianischen Zigarren, die sind meistens auch relativ geradlinig, aber einfach sehr wohltuend, wohlschmeckend. Ja, jetzt geht's dann schnell mit dem Wetter. Du hast definitiv so ein bisschen Zartbitterschokolade. Die Würze kommt ein bisschen jetzt mit dem Charakter daher. Ich würde sagen, so ganz dezent Richtung Curry. Aber wirklich hauchzart. Gute Kombination. Ja, so ein bisschen süß und diese Würze. Ansonsten nach wie vor ledrig, bisschen Zedernholz. Kaffee, Hauch, florale Grasigkeit kann man ihr auch nachsprechen wegen dem Honduras-Tabak. Aber wirklich alles schön fein aufeinander abgestimmt, schmeckt, macht Spaß. Ja, Asche ist leider sehr, sehr flockig, aber das heißt jetzt nichts Negatives. Aber ist okay, dafür hast du einen guten Zug. Rauchvolumen ist okay, Abbrand ist gut noch. Ja, schmeckt. So, jetzt sind wir bei 80 Minuten. Du hast auf jeden Fall diese Honduras-Säure, grasige, bittere, so ein bisschen Schokolade auf jeden Fall, so ein bisschen Erde, Leder, ein bisschen Holz, ein bisschen Kaffee noch oder dieses verbrannte. Relativ geradlinig, aber sehr angenehm zum Rauchen. Schöner Abbrand, wie ihr seht, nach wie vor noch. Ging auch nicht einmal aus. Ja, wir sind jetzt hier bei 12 Euro knapp, aber. Die Aufmachung ist schön, macht wirklich was sehr Schönes Teil. Deswegen ist der Preis schon gerechtfertigt. Schöne Aromen, dunkle Aromen. Und ja, würde ich auf jeden Fall wieder rauchen. 4 von 5. Danke fürs Zusehen. Liken, kommentieren, abonnieren.